Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade am Arbeiten, weil heute habe ich Homeoffice den ganzen Tag, bin aber wie gesagt am Arbeiten, weil ich arbeite ja 60% noch nebenbei. Und ja, heute steht auch nicht so viel an, muss ich sagen. Ab morgen wird es dann stressig, weil morgen geht es dann los mit dem Umzug. Bin super, super, ich freue mich jetzt schon mega auf morgen, weil wir gehen morgen unser Sofa abholen, weil es morgen ankommt. Und ich bin so gespannt auf unser Sofa, ich kann euch das gar nicht vorstellen. Ich bin so hyped. Und morgen muss ich dann auch anfangen mit meinem Schrank, weil am Samstag wird er dann in die neue Wohnung kommen. Da arbeite ich einfach, dann am Abend treffe ich mich mit einer Freundin kurz zum Essen und dann gehen wir zu mir nach Hause und gucken mit meinen Eltern zusammen Germany's Next Topmodel, weil das machen wir eigentlich jeden Donnerstag, das ist so ein bisschen unsere Routine geworden. Letzten Donnerstag haben wir es halt nicht geschaut, weil ich auch in der Moschee war und ich nicht dazu gekommen bin. Und dann nächste Woche bin ich halt dann auch wieder am Abend nicht so zu Hause und deswegen genieße ich das jetzt heute Abend noch. Eigentlich hätte ich heute noch mit den Mädels ein Iftar-Essen gehabt, mit eben dieser Mädelsgruppe aus der Moschee. Aber ja, es ist mir jetzt einfach gerade wichtiger, dass ich halt meine Zeit mit der Familie verbringe. Und ja, deswegen gehe ich halt heute da jetzt nicht hin, aber wir werden das sowieso nochmal machen und dann geht das bestimmt. Ich war richtig fleißig über den Mittag, weil ich habe heute nicht so viel gegessen und habe noch ein bisschen Zeit gehabt, unsere Zimmer zu planen. Und ich habe jetzt einen richtigen Plan erstellt, Leute, okay? Also einmal haben wir hier das Büro. Ich finde, ich habe das jetzt richtig gut gelöst. Wir haben hier die Tür, dann kann ich hier direkt einen Spiegel hinklatschen, der dann schön hier auf den Schrank zeigt, dass ich hier auch im Hintergrund nicht so viel Zeug habe, weil ich hasse das. Dann ist hier direkt das Fenster, das habe ich jetzt aber nicht eingezeichnet, aber das passt von der Größe her, weil wir haben von der Tür bis zum Fenster genau 80 cm und dieser Spiegel ist 78. Also wie viel Glück muss man haben, weil ich wollte schon immer diesen Spiegel hier haben. Das ist der hier. Der hier, warte, ich zeige es kurz. Dieser hier, weil der schön breit ist und gerade so für Outfits zum Zeigen und so finde ich den super. And then haben wir hier noch einen Teppich und so einen kleinen Hocker, der ist auch nicht zu groß, finde ich auch super so. Den Schrank mit einem Eckteil habe ich hier noch ausgerechnet, genau. Und dann hier das Büro, da werden wir so einen kleinen, sowas, wartet. Das hier werden wir nehmen, das kennen bestimmt alle von Ikea, weil wir brauchen einfach so ein kleines Ding. Das würden wir dann hier hinstellen und dann oben drauf den Drucker. Und dann kaufen wir zum Beispiel im Bauhaus eine Platte, die 160 cm breit ist in der Breite und 60 in der Tiefe. Und dann können wir die direkt so über das, über dieses Bürogestell hier stellen, über das hier können wir die legen. Und dann machen wir einfach hier vielleicht noch ein Bein hin und hier zwei Beine, damit das auch einfach schön hält und nicht durchhängt, die Platte. Und dann haben wir hier eine ganze Platte. Und dann haben wir hier noch zwei Bürostühle und ich habe ausgerechnet, also ich habe mal geguckt, wie so, was für ein Durchmesser solche Bürostühle haben und die haben ungefähr 68 plus minus einen Umfang und das heißt hier noch zwei Bürostühle und wir haben immer noch genug Platz, seht ihr das? Weil von hier bis nach hier haben wir glaube ich ungefähr 80 cm oder 60, das heißt es ist zwar mega knapp, aber es geht, weil man sitzt ja nicht so vor dem Bürotisch, man sitzt ja auch so ein bisschen weiter drunter, weil, wisst ihr was ich meine? Und haben wir wirklich genug Platz. Und ich habe auch noch ausgerechnet, wie viel dann jeder pro Person Platz hat auf seinem Teil. Das heißt, pro Person hat jeder 1,15 Meter Platz zum Arbeiten. Ich denke, das ist definitiv genug, weil wir haben ja nicht so viele Sachen. Und ja, das ist so das Ankleidebürozimmer. Ich stelle mir das jetzt eigentlich relativ cool vor. Ich glaube, ich habe wirklich eine gute Lösung jetzt gefunden und ich hoffe, dass wir das so umsetzen können. Weil diese Tischplatte kann man zum Beispiel im Bauhaus anfertigen lassen. Dann kann man zum Beispiel sagen, ich will eine Platte, die 160 auf 60 ist und dann können die das genauso anfertigen. Weil zum Beispiel diese Platte hier haben meine Eltern auch aus dem Bauhaus und die haben die auch anfertigen lassen. Die ist jetzt auch 60 auf ja, irgendwie 3 Meter oder so und dann haben die das auch einfach so drüber gelegt, seht ihr? Und dann hier noch das Schlafzimmer. Habe ich auch mal ausgerechnet, wie viel Platz wir da ungefähr haben. Da wäre jetzt auch so eine, das Bett 220 auf 160. Hier dann schönen Nachttisch. Nachttische haben ungefähr eine Größe von 40 auf 50, habe ich jetzt geguckt. Und dann noch mein Schminktisch, der ja 120 ist, auf 40. Und dann noch ein Hocker dazu, den ich immer schön unter den Schminktisch stellen kann. Das heißt, er ist auch nicht im Weg, wenn man hier durchlaufen will. Und dann hier noch die Kommode, die ist halt ein bisschen größer, 100 auf 80. Aber auch das geht. Also, ne, es ist zwar ein bisschen eng, aber es geht vollkommen. Und dann noch so einen schönen Teppich von 160 auf 230 drunter. Genau. Und ich bin auch ganz ehrlich zu euch, heute ist mir gar nicht so nach Vloggen, weil ist halt nicht jeden Tag so, ne? Ich meine, heute steht auch nicht so viel an, deswegen, heute ist auch mega langweilig, aber ich werde trotzdem vloggen, weil ihr wollt jeden Tag einen Vlog haben. Vielleicht fällt mir noch irgendwas ein, was ich halt noch vloggen könnte.
Ich dachte mir aber, da ich ja heute jetzt nicht so viel an Content drehen kann, dass ich euch kurz zeige, wie ich diese Fotobücher mache, weil es haben mich so viele gefragt, wie ich das mache. Und eigentlich ist es voll simpel. Es ist halt eine Schweizer Seite. Ich glaube nicht, dass ihr da auch nach Deutschland bestellen könnt. Und zwar mache ich das mit eFollow. Da kann man Bilder machen, Fotobücher, einfach alles halt so Geschenke mit Fotos. Und da kann man ganz einfach sein Fotobuch zusammenstellen. So, das sieht dann so aus. Das ist dann wirklich das App. Und zum Beispiel hier ist mein Fotobuch. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier wirklich alles schon gemacht. Und so sieht das dann aus. Ihr könnt dann, wie gesagt, die Seiten wirklich individuell gestalten. Ihr könnt hier Bilder platzieren. Ihr habt auch die Möglichkeit, Texte zu platzieren. Zum Beispiel hier Text irgendwie, keine Ahnung. Könnt ihr hier irgendwas reinschreiben. Könnt den Text ändern, Größe, Schriften und alles. Genau, eigentlich ganz simpel. Und dann könnt ihr da wie so durch das Buch durchblättern. Kann man hier durch das Buch durchblättern. Das ist dann wie so ein Buch gemacht, voll schön. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen aufgerafft, habe mich ein bisschen frisch gemacht und gehe jetzt ein bisschen in die Stadt, denn ich habe mich spontan dazu entschieden, kurz ins Haarlem zu gehen, weil wir nächste Woche, wie gesagt, nach Istanbul gehen und ich will noch ein bisschen gucken, ob ich da irgendwas finde für Istanbul. Weil kennt ihr das, wenn ihr in Urlaub geht, möchtet ihr immer schöne Outfits haben. Ich will eben eigentlich auch in Istanbul Kopftuch tragen. Nicht jeden Tag, aber so, ja, so ein, zwei Tage bestimmt. Das ist fast jeden Tag, aber egal. Und ich brauche dazu halt irgendwie noch Outfits, weil ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig weiß. Also ich habe schon Outfits, die man mit Kopftücher kombinieren kann, aber ich will halt so Modus mit Kopftuch rumlaufen und nicht mit Abaya und so. Deswegen brauche ich noch ein paar Sachen. Und nachher habe ich jetzt sowieso noch mit einer Freundin abgemacht. Wir gehen zusammen essen in der Stadt und danach geht es ja dann, wie gesagt, wieder zu uns nach Hause. Aber ich dachte mir, ich nehme euch einfach so ein bisschen mit. Und es ist heute auch wirklich so mein letzter Tag, wo ich es ein bisschen chillig machen konnte, weil, ja, ne? Ab morgen ist dann Umzugstress und alles, aber ich freue mich voll. Wir haben jetzt übrigens 17:45, was ihr fragt. Es ist immer noch hell. Ich liebe es einfach, Leute. Es ist immer noch hell, als wäre Nachmittag. Sommer ist wirklich einfach meine Jahreszeit, Leute. Oh mein Gott. So, Leute, ich bin jetzt in der Stadt und es ist mega warm. Ich muss nicht mal meine Jacke mitnehmen. Wir haben immer 15 Grad. Ich liebe es. Ich bin jetzt gerade in der Umkleidekabine, aber ich kann nicht so gut reden wegen Copyright, weil die Musik so laut ist. Das heißt, ich muss euch einen Voice-Over machen. So, wir starten mit dem ersten Teil und das ist diese super schöne Hose. Sie ist mir zwar jetzt hier ein bisschen zu groß, weil ich habe hier die Größe 38 genommen, aber ich habe es mir dann in der Größe 36 gekauft. Ich liebe ja solche Hosen, ne, ihr wisst. Und die ist auch wirklich perfekt für den Sommer, für den Frühling, eigentlich immer. Die könnte man auch im Winter tragen und deswegen musste die unbedingt mitkommen. Weiter geht's mit dieser grünen Hose. Die habe ich ja bereits schon in anderen Farben. Ja, ich finde die Farbe mega schön, aber ich glaube, ich würde sie halt zu wenig tragen. Deswegen habe ich sie mir jetzt nicht mitgenommen. Machen wir weiter mit diesem Kleid hier. Da habe ich noch so ein enges Top drunter angezogen. Das ist so wie in so ein Skims-Tube, sagt man immer so. Ja, ich glaube. Die Tasche ist auch voll cute. Das Kleid gefällt mir mega gut. Aber ja, ich würde mir das vielleicht schon holen, aber nicht jetzt. Vielleicht, wenn es in einem Monat noch hat, bestelle ich es mir dann. Dieses Kleid hat mir nicht so gefallen, muss ich sagen. Ich fand irgendwie den Schnitt komisch und ja, war irgendwie nicht so meins. Deswegen kam das auch nicht mit. Dann das nächste Kleid. Das finde ich eigentlich auch voll cute. Also das ist auch der Schnitt mega schön und so. Auch das Muster. Aber wenn ich entscheiden könnte, dann würde ich schon das erste Kleid nehmen und die anderen beiden nicht. Das finde ich auch voll schön. Mega angenehmen Stoff. So richtig schön dünn und so aus Baumwolle. Also im Sommer eigentlich perfekt, aber Leute, ich schwöre, dieses Kleid hat so nach Hund gestunken, nach nassem Hund. Also ich weiß nicht, wer das vor mir getragen hat, aber es war einfach eklig. Dann habe ich mir noch diese Trainerhose hier mitgenommen. Die ist mega nice, super comfy und ich wollte schon so lange eine weiße Trainerhose haben, deswegen, die musste auf jeden Fall mit. Ja. So, ich habe jetzt ein paar Sachen gekauft. Weiß aber noch nicht, ob ich alles behalten werde. Ich muss das dann zu Hause mal kombinieren mit Outfits und dann sehe ich, was passt und was nicht. Die andere ist jetzt auch hier, aber sie will sich nicht zeigen, weil sie ist gerade vom Fitness gekommen. Aber wir gehen jetzt erstmal was essen. So, wir haben jetzt hier so ein Hähnchen-Pepito geholt mit Zwiebelsalat und Cocktailsoße. Das ist super lecker, Leute. Gönnen wir uns jetzt. Ich darf sie nicht filmen. So, meine Freundin ist gerade gegangen und ich wollte euch noch ganz kurz die Teile zeigen, die ich jetzt heute definitiv gekauft habe. Ich konnte ja leider in der Umkleidekabine halt nichts filmen, weil einfach, ja, wegen der Musik und alles war so viel zu laut.
Und ich habe mir ein paar Sachen gegönnt. Ich bin mir aber, wie gesagt, noch nicht bei allem sicher, ob ich es behalten werde, weil ich konnte in der Umkleidekabine halt nicht Outfits kombinieren. Deswegen werde ich jetzt hier zu Hause die Outfits kombinieren. Und wenn ich was finde, was halt passt, dann behalte ich es. Also einmal, was ich safe behalten werde, ist halt hier diese Trainerhose. Ey, die ist so nice. Einfach weiß. Und sie ist auch mega weiß. Mega weich innen. Seht ihr das? Und also ich feiere die mega. Ich wollte schon so lange einfach eine schlichte weiße Trainerhose. Deswegen finde ich die super. Und die wird auch in meiner neuen Wohnung direkt eingeweiht. Meine Haare sind auch einfach irgendwie aus, ne? Ich habe halt jetzt richtig gechillt auf dem Sofa. Dann sind die einfach so hingeschissen. Was ich auch safe behalten werde, ist diese Hose hier. Die ist so, so schön. Hey, auch gerade für den Sommer. Ich finde die mega. Ich liebe allgemein solche Hosen, die unten so ein bisschen lockerer sind. Und ich finde auch den Bund mega schön von dieser Hose. Weil man sie hier richtig schön so zumachen kann. Mit diesem... Finde ich mega schön, dass man hier so keinen Knopf sieht. Das gefällt mir immer sehr gut bei Hosen. Dann, was ich auch safe behalten werde, ist diese Radlerhose hier. Also das ist eigentlich mehr eine größere Unterhose. Ich habe schon so eine, aber die geht dann bis zu den Knien. Und die geht halt nicht bis zu den Knien. Und gerade im Sommer, wenn man... wenn man zum Beispiel die Unterhose durchsieht, aber nicht unbedingt die Beine, so wisst ihr, was ich meine, ist halt sowas wirklich mega nice, weil dann müsst ihr nicht bis unten eine Hose tragen, weil sonst ist es halt einfach mega heiß. Und dann habe ich hier noch diese zwei Sets, eben diese zwei Zweiteiler, einmal eben in grün und einmal in schwarz. Und da weiß ich jetzt eben noch nicht, welches ich von den beiden behalten werde, weil also der Stoff ist mega angenehm. Eigentlich könnte man auch gut beide behalten, weil ich schwöre, so chillig. Aber das Grün... Wann ziehe ich schon grün an? Deswegen ist halt dieses Schwarze schon besser. Und ich glaube, das kann ich halt einfach auch besser kombinieren. Hier gerade so zum Fliegen oder so. Einfach allgemein mega bequem. Also das werde ich, also das Schwarze werde ich safe behalten, denke ich jetzt mal. Beim Grün bin ich mir auch so unsicher. Ich finde es halt mega eine schöne Farbe. Aber es muss halt realistisch sein. Wann trage ich grün? Nie. Ich gehe jetzt erstmal pennen. Ich bin super müde. Und morgen ist ja dann auch ein wirklich anstrengender Tag. Allgemein das ganze Wochenende wird super stressig. Und also super stressig. Wir haben halt einfach wirklich viel auf dem Plan und deswegen gehe ich jetzt mal schlafen. Ich wünsche eine ganz, ganz gute Nacht. Hab ich ganz doll lieb und wir sehen uns morgen wieder.